Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Moskitonetz informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos. Dort findet ihr einen Link, in dem ich euch mehrere Produktempfehlungen reingestellt habe. Also klickt mal drauf, klickt mal rein und bei Gefallen könnt ihr schon beim richtigen Moskitonetz einfach nur auf den Bestell-Button drücken und schon ist das Netz auf dem Weg zu euch. Ansonsten habe ich euch noch einen zweiten Link hinterlegt. Unter www.sport-abenteuer.de und wenn ihr da draufklickt, dann kriegt ihr noch viele weitere Kauftipps, Produktempfehlungen, Vergleiche und. Also klickt auch da mal drauf, reinschauen, lohnt sich. Und ich starte jetzt direkt mit Tipp Nummer 1. Welchen Einsatzzweck hat denn so ein Moskitonetz? Natürlich beim Verreisen, beim Camping, beim Wandern, beim Übernachten in der Natur irgendwo draußen, da sowieso oder sonstigen Outdoor-Aktivitäten. Da ist der Einsatz von einem Moskitonetz auf jeden Fall notwendig. Tipp Nummer 2, die richtige Größe und das richtige Gewicht. Achtet also darauf, was für eine Größe soll das Netz haben, wie viele Personen soll denn drunter schlafen oder wie groß ist euer Schlafbereich. Und ganz wichtig auch das Gewicht. Das heißt, wenn ihr es hinten im Rucksack mittransportiert, sollte es natürlich nicht das Hauptgewicht eures gesamten Inhalts nachher haben. Von daher leichtes Gewicht und natürlich die richtige Größe. Tipp Nummer 3, achtet auf eine richtige Maschenbreite. Also, wenn ihr irgendwo verreist, schaut erstmal, was gibt es dort für Insekten vor Ort, vor denen ihr euch schützen wollt. Und danach richtet ihr entsprechend auch die Maschenbreite aus. Aber Achtung, je geringer die Maschenbreite, desto weniger Luftzirkulation habt ihr da drin. Das heißt, die Luft wird etwas stickiger und kann vielleicht dann auch unangenehm irgendwo werden. Deswegen schaut genau, was erwartet euch und richtet da noch euer Netz auch aus. Tipp Nummer 4 zum Aufhängen. Oder als Pop-up zum Falten? Das ist die Frage. Also, habt ihr eine Schlafmöglichkeit, wo ihr vielleicht oben in den Ästen oder im Raum an der Decke irgendwo ein Moskitonetz aufhängen könnt und könnt es einfach schön runterfallen lassen? Oder seid ihr in der freien Natur, möglicherweise ohne Bäume, dann braucht ihr so ein Pop-up-Zelt. Das heißt im Prinzip ein Moskitozelt, was ich einfach aufpoppen lasse und mich drunter lege. Und schon ist es fertig. Tipp Nummer 5. Das richtige Zubehör und das ist immer eine Tasche. Achte darauf, ein Netz ist empfindlich, auch gerade wenn es eben sehr dünnmaschig ist oder sehr fein ist. Sollte nicht beschädigt werden, sonst hat er seinen Zweck nicht mehr erfüllen kann. Von daher achtet auf eine Tasche, auf eine Schutzhülle oder ähnliches, wo ihr das Moskitonetz auch immer noch reinstecken könnt. Das waren die 5 Kauftipps zum Thema Moskitonetz. Unterhalb des Videos findet ihr die Produktempfehlungen, also einfach mal reinklicken, bei Gefallen direkt bestellen. Geht ganz einfach. So, und ansonsten sagen wir jetzt schon mal Dankeschön, wenn ihr uns abonnieren würdet auf unserem YouTube-Kanal Sport und Abenteuer. Dazu braucht ihr einfach den roten Abonnier-Button drücken bei YouTube und zack, könnt ihr euch natürlich kostenfrei viele weitere Videos noch angucken. Vergleichvideos, Kauftipp-Videos und. Es hört gar nicht auf, hier lohnt es sich auf jeden Fall mal zu abonnieren und reinzuschauen. Ich habe jetzt genug gesagt, jetzt seid ihr dran, unterhalb des Videos klickt rein. Und wir sagen jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.